Diese Ferkel sind allesamt Geschwister und sehen doch ganz unterschiedlich aus. Es gibt schwarze und braune, welche mit viel und mit weniger Fell. Das ist so, weil Andreas Heyer 3 verschiedene Schweinerassen gekreuzt hat. Bis die Tiere die Eigenschaften hatten, die er sich als Fleischermeister wünscht. Wir wollten unsere eigene Rasse für unsere Ansprüche dementsprechend züchten. Also Schweine, die einen Freilauf vertragen, die ein gesundes Fett- und Fleischverhältnis haben, die robust sind. Dass die Tiere, die er später verarbeitet, ein gutes Leben haben, das ist ihm wichtig. Jeden Tag ist er im Stall, kümmert sich um die Tiere, hat eine enge Verbindung zu ihnen aufgebaut. Der schwerste Gang ist immer, die Tiere aufzuladen und zum Schlachten zu fahren. Und wenn sie aber bei mir dann geschlachtet in der Fleischerei ankommen, bin ich eigentlich sehr glücklich und sehe das Ergebnis unserer Arbeit hier. Durch die natürliche Haltung und Fütterung sei das Fleisch besonders schmackhaft, die Wurst besonders hochwertig, die Heyer mit seinem Sohn und den Mitarbeitern in der Fleischerei in Werdau herstellt und verkauft. Die Produkte aus den Eichelmastschweinen werden besonders geschätzt. Es gibt einmal Schinken und einmal gibt's Salami, und die sind natürlich ein bisschen herzhafter und die schmecken ein bisschen besser. Das schmeckt wie früher. Das schmeckt ganz lecker, kräftig, sehr angenehm. Seit 22 Jahren arbeiten Vater und Sohn zusammen. Sie haben das Fleischerhandwerk einfach im Blut. Ich wollte als Kind schon Fleischer werden, und wie sich herausgestellt hat, ist das ein vielseitiger Beruf und man kann sich tagsüber schön auspowern und abends sieht man dann, was man gemacht hat. Ich liebe meinen Beruf und mir macht das Spaß. Und wenn man Arbeit und Freizeit und Beruf zusammenbringen kann, dann ist das ein großes Glück. Und das ist halt mein Antrieb. Ich will halt auch trotz höheren Alters immer besser werden. Deshalb wohl auch die Idee und die viele Mühe mit den Eichelmastschweinen. Komm. 6-7 Jahre habe es gedauert, sie so heranzuzüchten. Am Anfang war ich natürlich auch skeptisch. Wir sind natürlich Fleischer und das macht natürlich auch viel Arbeit, Tiere selber zu halten. Aber die Ergebnisse sind super und Fleischqualität super. Und wir setzen auf Regionalität und das ist genau unser Ding. Den Namen Eichelmastschweine verdanken sie den vielen Eicheln, die sie bekommen. Und weil sie ständig Auslauf haben, kann es schon mal passieren, dass ein paar Ferkel einen kleinen Ausflug machen. Den Tieren geht es gut. Das ist den Fleischern das Wichtigste. So, komm, Kollegen, Abendbrot.